Schwester. Katharina kennt unsere neue Maschine bereits aus Hamburg. Meinst du, ich könnte sie bitten, sie uns vorzuführen? Sicher kannst du sie bitten, wenn das notwendig ist. Ja, es würde uns helfen, nicht? Na, dann frag sie doch. Sag mal, hast du doch nicht vergessen, dass ich nächste Woche bei der Arbeitsgemeinschaft für Zellforschung bin? Doch, das habe ich vergessen. Ach. Na, was ist mit Benjamin? Können wir Carola zumuten, Frau Michaelis zu vertreten, rund um die Uhr? Elke hat noch eine Woche Urlaub. Ich habe sie gefragt. Sie würde einspringen. Na gut, ein Problem weniger. Wieso? Was für ein Problem gibt's noch? Keines. Denn ich verspreche dir, nie mehr falsche Schlüsse zu ziehen, wenn ein fremder Mann an deinem Telefon ist. Ich verspreche dir, nie mehr unseren Hochzeitstag zu verwechseln, nie mehr über fremde Zäune zu klettern. Professor Brinkmann nimmt ein Fachgespräch zum Anlass, letzte Zweifel von Frau Christa über seine ehrliche Zuneigung auszuräumen. Und was versprichst du mir noch? Dass ich das, was ich beinahe verloren hätte, nie wieder loslassen werde. Nämlich dich. Und weißt du warum? Weil ich dich liebe. Auch Udo Brinkmann wünscht sich wieder eine harmonische Zweisamkeit. Er wirbt um die Gunst von Schwester Elke. Ich habe uns zwei Kerzen angezündet und eine sehr gute Flasche Wein geöffnet. Warum nicht? Wir können doch die Türen spalt auflassen. Da hören wir den kleinsten Muxer von Benjamin. Das ist es ja nicht. Ich habe zu arbeiten. Nachts? Ja. Na gut. Dann helfe ich dir. Ich höre dich an. Ich bin nämlich Chirurg. Was ist denn hier los? Udo, also für den Besuch hast du dir wirklich den günstigsten Zeitpunkt ausgesucht. Reist du ab? Ja, komm rein. Udo, nimm Platz, sofern du einen findest, und bitte mach's kurz. Ist das eine Trotzreaktion, weil Elke und ich zusammen wohnen? Nein. Nein, Udo, bitte nimm dich nicht so wichtig. Ich pack nicht wegen dieses Mädchens. Dann ist es ja gut. Da es ernst ist zwischen diesem Mädchen und mir, möchte ich jetzt endlich die Scheidung. Mhm. Ist mir recht. Herzlichen Glückwunsch. Hallo? Woher plötzlich dieser Umschwung? Udo, es kommt zum Prozess. Gegen dich? Ja, gegen wen sonst? Entschuldige meine Ahnungslosigkeit, aber wir alle rätseln. Wegen eines angeblichen Narkosefehlers. Quatsch, Narkosefehler. Udo, ich habe das Kind damals von dir nicht gewollt. Und jetzt habe ich noch eins umgebracht. Was? Wie das denn? Ich war nicht im OP. Ich war auf der Straße. Vor 2 Monaten in Hamburg.
Wir hatten gefeiert, weil ich mal wieder so tüchtig war. Und ich war betrunken. Sie haben mir gesagt, das Kind lief seinem Ball nach. Oder ich habe das Kind nicht gesehen. Ich habe den Ball nicht gesehen. Ja, in 4 Tagen ist der Prozess. Wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung. Dass sowas einem Arzt das Genick bricht, brauche ich dir nicht zu erzählen. Gestern habe ich meinen Anwalt angerufen. Es tut mir leid. Es war dir nichts anzumerken. Natürlich nicht. Bin doch der Weltmeister darin, mir nicht anmerken zu lassen, was für Probleme ich mit mir habe. Außerdem? Ich meine, ich muss es doch irgendwie verkraften. Ich mit mir. Was das juristisch ist, ist mir egal. Ob ich ein halbes Jahr kriege oder ein ganzes. Mit Bewährung oder ohne Bewährung. Wie ich damit fertig werden soll. Das ist die Frage. Ist dir schlecht? Mir ist nur so schwindelig und heiß. Ja, man fühlt's. Komm, steig auf. Mit dem Rad kann ich jetzt nicht nach Haus fahren. Wir haben's ja nicht weit. Silvia, was ist denn passiert? Schwindlig ist der Tochter, Herr Bartle. Und heiß. Da habe ich sie aufgeladen. Oh Mädchen, wie du aussiehst. Tja, Fieber hast du auch. Das war gestern doch schon mal besser. Kind, Kind. Gestern ging es dir noch so gut. Sie hat schon wieder so hohes Fieber. Macht mir Angst. Naja, der Kopf und die Glieder tun mir auch noch alle weh. Mama hat Dr. Neubach angerufen. Er muss gleich hier sein. Na, hoffentlich ist er das. Na, endlich. Was stecken Sie denn? Wieso? Grüß Gott, Herr Bartle. Ich habe die Befunde der Blutuntersuchung gekriegt und bin gleich losgefahren. Gestern ging es ja wieder so gut und heute Fieber, Gliederschmerzen. Naja, ich glaub's Ihnen. Jetzt gucken wir ja schon mal. Moment mal. Was sagen Sie denn, diese Befunde? Ich kann noch nichts sagen. Auf jeden Fall hat die Silvia eine Leukozytose. Ist es was Schlimmes? Es ist keine Krankheit, es ist ein Symptom. Und wofür? Für alles Mögliche. Aber was es genau bei ihr ist, das kann ich noch nicht feststellen. Leukozytose, das bedeutet nur, dass sich die weißen Blutkörperchen vermehrt haben. Herr Doktor? Ja? Blutkörperchen? Hat Silvia etwa Leukämie? Ich weiß es noch nicht, Herr Bartle. Es kann aber eine ganz harmlose Infektionskrankheit sein.
Kommen Sie, jetzt gucken wir mal nachher. Die Lymphknoten sind ziemlich geschwollen. Darf ich mal? 39,1. So, gucken wir mal in den Hals. Mach mal die Schnäbele auf. Ganz weit. Das Köpfchen ein bisschen vor. So. Aha. Also eine Angina ist auch dabei. Na und? Was heißt das alles? Können Sie mir nun endlich sagen, was Sylvia fehlt? Bringen Sie Sylvia in eine Klinik. Das ist besser. Wir haben dort ganz andere Möglichkeiten der Diagnostik. Aber Leukämie ist es nicht. Herr Bartle, ich kann und darf das nicht ausschließen. Sie können weder was ein- noch ausschließen. Total ratlos, was? Dollar Doktor. Ach, wissen Sie, Herr Bartle, Ärzte sind öfters ratlos. Sie zeigen es bloß nicht. Fahren Sie, Sylvia, in die Schwarzwaldklinik. Die Frau Dr. Brinkmann hat ja, wie ich gehört habe, bereits auf dem Gebiet gearbeitet. Davon habe ich auch gehört. Also, ist es Blutkrebs? Herr Bartle, ich habe Ihnen gar gesagt, ich weiß es nicht. Bei Ihrer Tochter muss eine Differentialdiagnose gemacht werden. Und das übersteigt meine Möglichkeit. Hier ist die Überweisung. Und bitte nehmen Sie den bisherigen Laborbefund in die Klinik gleich mit. Auf Wiedersehen, Herr Bartle. Ich darf mir noch schön meine Hände waschen. Ja, Wiedersehen. Das wird schon nicht das Schlimmste sein, Helmut. Hoffentlich, Hilda, hoffentlich. Was ist denn los? Du bist schon da. Ich wollte dich doch abholen. Ja, du. Oh. Ah. Ich habe einen Zug früher genommen. Es war trostlos ohne dich. Ja? Ja. So soll es sein. Ja, so soll es sein. Danke. Wo ist denn Benjamin? Der ist noch mit Carola unterwegs. Oh, schade. Du, du, es war hochinteressant und furchtbar anstrengend. Mensch, ich hoffe, du hast genügend Zeit, damit ich dir alles erzählen kann. Ich schon, aber du nicht. Eine Patientin wartet auf dich. Auf mich? Ja, der Vater vertraut nur dir. Er hat von deinen Forschungen gelesen. Ach nein. Ja. Hast du ihm nicht gesagt? Ich habe ihm alles gesagt, aber er will es von dir hören. Was willst du tun? Grüß dich. Guten Tag. Sie ist heute eingeliefert worden, heute Morgen. Sie hat hohes Fieber. Leukozyten? 40.000. Das ist unser Laborbericht. Aber es ist erst eine Teildiagnose. Ach, übrigens, Christa, der Vater der kleinen Patientin möchte gern mit Ihnen sprechen. Mhm. Aber der tut mir im Ärztezimmer. Ja, danke. Gott sei Dank. Frau Doktor, Bartle ist mein Name. Helmut Bartle. Meine Tochter. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon gesehen haben. Ja, Herr Bartle, gerade eben. Und? Ist es Leukämie? Ja, das können wir frühestens morgen wissen. Dr. Neubert sagte, es ist nicht auszuschließen. Nein, auszuschließen ist es leider nicht. Naja. Wenn es Leukämie sein sollte, was der Himmel verhüten möge. Ich meine, Sie haben doch zusammen mit einem Forscherteam an der Entwicklung eines Präparates gearbeitet. Herr Bartle, bitte, bevor Sie weitersprechen. Das Präparat, das Sie meinen, ist noch nicht erprobt und für eine Therapie auch nicht zugelassen. Aber das nehme ich in Kauf. Nebenwirkung hat ja alles.
Was nützt es mir, wenn dieses Präparat erst in 10 Jahren zugelassen wird? Meine Tochter aber tot ist. Ich setze all meine Hoffnungen auf Sie, Frau Doktor. Helfen Sie meiner Tochter. Wir wollen die endgültige Diagnose abwarten. Aber selbst wenn ich wollte, Herr Bartle, ich habe mich nur theoretisch mit diesem Gebiet befasst. Ich bin Chirurgin. Und die klinischen Tests haben noch nicht einmal begonnen. Bitte haben Sie Geduld, ja. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweigend und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel. Er ist gerade eingeschlafen. Ja. Ulkig sieht er aus, wenn er so schläft, nicht? Ulkig? Mhm. Schön sieht er aus. Ah ja, na, wie sein Vater. Nun sag mal, irgendwas mit dem Dienstplan muss doch zu machen sein. Ich möchte ihn gerne jeden Abend ins Bett bringen. Ich brauche das einfach. Und das Kind braucht es auch. Das kann man schon arrangieren. Und wenn es mal nicht geht, dann mache ich's. Ist ja auch mein Sohn. Ein Kind braucht die Mutter. Aha. Und der Vater? Der wird später wichtig. So. Der war mal sehr wichtig, du. Hm? Sehr. Noch was in der Klinik? Ja, wenn es akute Leukämie ist, dann wirst du kaum helfen können, nicht? Nein. Aber der Vater hofft es. Ich weiß. Carola sagt, Udo ist mit Elke oben auf der Hütte. Mhm. Ja, eine Geschichte mit Happy End. Ja, aber warum ist Katharina abgereist? Das ist eine Geschichte ohne Happy End. Katharina hat ein Kind totgefahren in Hamburg. Betrunken. Ja, Udo hat's mir erzählt. Ich kann's kaum glauben. Ausgerechnet Katharina. Die Disziplin in Person. Eine Frau, die nie die Kontrolle über sich verliert. Glauben Sie vielleicht, ich sage zu einer sterbenden Frau, wenn Sie mich in Ihrem Testament berücksichtigen, bin ich in den letzten Tagen auch besonders nett zu Ihnen? Herr und Frau Ellert scheinen davon überzeugt zu sein. Dann muss ich dem Verdacht natürlich nachgehen. Und Sie waren ja auch öfters allein am Krankenbett von Frau Kreisler. Und? Na, so gesehen hatten Sie durchaus die Möglichkeit, die ja immerhin schon etwas senile alte Dame, zu Ihrem Vorteil zu beeinflussen. Das habe ich aber nicht. Es ist mir nicht im Traum eingefallen. Wenn ich gewusst hätte, was in dem Brief steht, der auf Ihrem Nachttisch lag, diesen Brief an den Notar, dann hätte ich ihn in 1000 Stücke gerissen. Ja, das Recht hätten Sie nicht gehabt, Frau Meis. Das wäre Unterschlagung gewesen. Was ist es denn so? So ist es angeblich Betrug und Nötigung einer hilflosen Person. Sie hören doch, was der sagt. Ich befrage Sie nur, Frau Meis. Eine Wertung kommt mir überhaupt nicht zu. Legt dem Staatsanwalt meine Ermittlungsergebnisse vor. Das ist alles. Ach, und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Zu noch keinem. Ja? Sie entschuldigen, Herr Professor, hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit. Ah, guten Morgen, Frau Doktor. Mit Erfolg zurück? Ja. Also, das ist der Scheid von der Kripo. Er möchte Ihnen ein paar Fragen stellen wegen dieser unangenehmen Geschichte mit Frau Meis. Ja, weil, grüß Gott, weil ja dieser Vorfall die Klinik insgesamt betrifft. Sie verstehen? Nein. Ja, also, ich müsste Sie auch unter 4 Augen sprechen. Meine Frau ist Ärztin hier. Ach so,
Das ist natürlich was anderes. Sie entschuldigen mich, Herr Professor. Bitte schön, Herr Müller. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Ja, also es handelt sich ganz einfach darum, dass Frau Mais ja nicht zum Pflegepersonal gehört. Und dass deshalb durchaus der Verdacht auf der Hand liegt, dass sie sich das Vertrauen ihrer Nachbarin, also der verstorbenen Frau Kreisler, gewissermaßen auf eine nicht ganz redliche Art und Weise erschlichen hat. Erschlichen? Darauf laufen die Ermittlungen hinaus, ja. Die Hinterbliebenen von Frau Kreisler haben Anzeige erstattet. Und ich muss dem natürlich jetzt nachgehen. Ja, natürlich. Diese Hinterbliebenen kenne ich. Ja, und Frau Ellert wollen wir auch gegen Sie klagen. Ach so? Ja, wegen Komplizenschaft gewissermaßen. Und wegen Beleidigung. Naja, Sie sollen ja geäußert haben, sinngemäß jedenfalls, Ihnen mit großer Wonne den Bauch aufschneiden zu wollen. Ja, natürlich, der Galle wegen. Da scheint ein chronisches Leiden vorzuliegen, habe ich das Gefühl. Bösartige Erkrankungen machen oft bösartige Gedanken, wie eben bei dieser Frau, wie heißt sie? Ellert. Ellert, richtig. Ja, sie hat mich auch gefragt, ob ich zur Hälfte an dieser Frauensache beteiligt bin. Ja, das hat sie mich auch gefragt, weil ich ihrer Meinung nach nicht schnell genug ermittle. Tja, dann soll da ja auch dieser Ring fehlen. Welcher Ring? Ein goldener Ehering. Am Finger der Verstorbenen. Frau Mais, rufen Sie bitte Dr. Engel zu mir. Adress bei Ihnen. Soll er reinkommen, bitte. Was gibt's? Sagen Sie, Herr Kollege, neulich nach dem Exitus von Frau Kreisler, haben Sie da irgendwelche Schmuckstücke sichergestellt? Nein, da war nichts. Außer einem Altgoldring von geringem Wert am Ringfinger der rechten Hand. Aber der war so fest in den Finger der Patientin, der Verstorbenen. Danke, Herr Kollege. Ja, ich glaube, Herr und Frau Ellert sollten den Begräbnisunternehmer bitten, den Ring mit Gewalt vom Finger zu zerren, nicht? Tja, ich habe nur meine Pflicht getan. Ich kann mir meine Fälle auch nicht aussuchen. Ja. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. So, ich glaube, bevor hier noch mehr passiert, da fahren wir lieber nach Hause und feiern deinen Erfolg, findest du nicht? Gehen wir aus? Nein. No, nein, im Gegenteil. Was hast du vor? Oh, ist der Professor unter? Ja. Verzeihung, Herr Professor, was haben Sie ihm denn gesagt? Och, dass Sie nie da sind, wenn ich Sie brauche, dass Sie meinen Kaffee entweder zu heiß oder zu kalt servieren, dass Sie Patienten ausrauben und Sie unter Narkotika zwingen, Ihre Testamente zu Ihren Gunsten zu ändern. Ist das genug? Ja? Diesen Menschen halte ich jetzt schon 6 Jahre aus. Es gibt da mildernde Umstände. Er ist Arzt. Richtig, Herr Mühlmann, richtig. Aber bevor Sie mir jetzt einen Vortrag über die schlechte Belegung unseres Hauses halten und ich Ihnen zum 3996. Mal sagen muss, dass ich die vielen Krankenhäuser in der Umgebung nicht gebaut habe, verschwinden wir lieber. Ja? Gut, mein Schatz? Mhm. Wiedersehen, Frau Mais. Wiedersehen, Herr Mühlmann. Wiedersehen. Alles Gute, schönen Tag. Was eingefallen. Ach ja, was denn? Ich hatte einmal einen unglaublich stürmischen Liebhaber. Im Grunde genommen war er ein Ekel. Arrogant und eingebildet. Aber stürmisch. Das war er wirklich. Man prahlt nicht mit alten Liebschaften. Schon gar nicht, wenn man eine Frau ist. Ich weiß nicht wieso, aber ich war einfach Wachs in seinen Händen. Und obwohl ich wusste, dass er jede Gelegenheit nutzt, eine Frau herumzukriegen, schmolz ich einfach dahin. Sei froh, dass du ihm entronnen bist. Ja, seine
Seine erotische Ausstrahlung, die war einfach überwältigend. Ja, ja, das sagtest du schon. Ja, und ich war jung und dumm und voller Unschuld. Aber ich bereue nichts. Gar nichts. Sag mal, wovon sprichst du eigentlich? Hast du mir nicht zugehört? Von einem stürmischen Liebhaber in meiner Jugend. Komm, sei bitte nicht geschmacklos, ja? So, bin ich das? Ja, sicher. Was würdest du dazu sagen, wenn ich über vergangene Liebschaften plötzlich anfange, Lobeshymnen zu singen? Es ist ja nicht vergangen, diese Liebschaft. Na ja? Ich spreche von dir. Beziehungsweise von dem, der du früher mal warst. Heißt das, dass ich jetzt anders bin als früher? Oh ja, Gott sei Dank. Ich hab dich lieb. Gehen wir spazieren? Vorher oder nachher? Nachher. Ach, wissen Sie was, Christa? Bringen Sie ihr die gute Nachricht. Oh, danke. Wir haben deine Untersuchungsergebnisse. Es ist eine Virusinfektion. Du hast doch noch Gliederschmerzen, nicht wahr? Ja. Das wird bald besser. Dann ist das also keine Leukämie? Nein, es ist keine Leukämie. In ein paar Tagen bist du wieder zu Hause. Frau Doktor. Haben Sie den Befund? Steht die Diagnose nun fest? Infektiöse Mononukleose, das heißt auf Deutsch pfeifersches Drüsenfieber, und zwar in einer hartnäckigen Form. Drüsenfieber, pfeifersches, was heißt das denn? Das ist eine Infektionskrankheit mit fast immer gutartigem Verlauf. Aber das ist... Das ist ja wunderbar. Danke, Frau Doktor. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Doch, solche Schwankungen sind üblich. Aber das habe ich Ihnen ja geschrieben. Natürlich haben wir Gewebeproben entnommen. Aber selbstverständlich. Bitte? Oh, prima. Nein, nein, alles in Ordnung. Gratuliere. Ja? Nein, sicher, sicher, sicher. Nein, alles in Ordnung. Sie können sich darauf verlassen. Gut, danke schön. Wiedersehen. Hallo, Meister. Ja? Ist was? Nein, nichts, gar nichts. Der Kaffee ist inzwischen kalt geworden. Du sollst nicht lügen. Besonders einem Vorgesetzten gegenüber nicht. Also, was ist? Ich habe das Geld zugesprochen bekommen. Ist doch klar. Wundert Sie das? Sie haben gut reden. Wie stehe ich denn jetzt da? Als Absahnerin. Ich werde das Geld spenden. Ja, warum das denn? Verdienen Sie so viel bei uns? Ja, das nun nicht gerade. Aber ich mich als Ausbeuterin verleumden lasse? Ich habe nichts gewollt von der Frau Kreisler, wirklich nichts. Ich habe ihr gern geholfen. Vielleicht hat sie ihn auch gern gegeben. Sagen Sie, wie viele Stunden haben Sie ihr täglich gewidmet? Gut, so 1 bis 2 Stunden mit Einkaufen und so. Na, sagen wir 2 Stunden, weil ich auch noch die Treppe für sie geputzt habe. Wieso? Und wie lange? Ich meine, wie viele Jahre? Es sind jetzt ungefähr 5 Jahre. Aha, 5 Jahre. Also 2 Stunden pro Tag macht im Jahr ungefähr 700. Mal 5 Jahre macht 3.500, geteilt durch eine Erbschaft von 10.000 Mark. Das heißt also, Sie haben für einen Stundenlohn von nicht einmal 3 Mark gearbeitet. Ist das zu viel? So habe ich das noch nie gerechnet. Ja, deshalb habe ich es Ihnen ja vorgerechnet, nicht? Ich glaube, mein Mann hat recht. Wer macht Ihnen denn Vorwürfe? Schwester Hildegard und ein paar andere. Dann sagen Sie ihm doch, was mein Mann Ihnen eben ausgerechnet hat. Ja, das sollte ich vielleicht wirklich tun. Obwohl... Es gibt kein Obwohl.
Nein? Nein. Na, wenn Sie es sagen. Danke. Danke. Ich dachte schon, die muss ich zum Psychiater schicken. Ach, aber das hier ist wunderbar. Ah, ja. Das tut weh, ja? Pass auf, ich glaube, wir erledigen das gleich. Dolokaim, ja? Schau mal, ich betäube jetzt die Stelle, ja? Da tut es überhaupt nicht weh, wenn ich es in Ordnung bringe, ne? Okay? Wir haben keine hier. Ich muss mal eben ins Lager. Aha. Gut, dann gehe ich inzwischen zu 28. Bleib schön sitzen, ja? Ach, sie wird jetzt sauber. Ja. Tut das für dich nicht weh? Ach, wo? Keine Spur. Ich bin gleich wieder da. Sie können schon alles vorbereiten. Ja, ist gut, Herr Doppel. So. Sag mal, spinnst du? Ich glaube nicht. Das ist Corodantin, nicht Dolokain. Komm mal gleich, ja? Ist irgendwas? Nee, ist alles klar. Jetzt keine Panik, ja? Jetzt merkt ihr noch was. Ich hol das Zeug schnell. Ist was? Nein, wir warten nur auf den Herrn Doktor. Tut's weh? Bisschen. Darf ich Sie bitte einen Moment sprechen? Na, was ist denn? Es ist Folgendes. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich würden Sie es sowieso erfahren. Ach so, ja, kann sein. Also machen Sie es kurz. Was ist denn? Haben Sie einen Kochschweiß? Ja. Wieso? Haben Sie einen Kochschweiß? Ich habe den zum Nachstecken. Nein? Ach so, nein. Ich glaube, es hat auch Zeit. Schönen Dank. Na gut. Das Ganze ist mir nur passiert, weil im Lager die Ina und der Dr. Engel... Frisch verliebt. Ja, normalerweise brülle ich ja meine Erregung auch gleich raus. Aber diesmal habe ich alles runtergeschluckt und... Es war noch mal gut gegangen. Ja, aber wenn du nicht gewesen wärst... Ja, ich habe auch gedacht, mich streift ein Bus, als ich auf die Packung geguckt habe. Also, wenn das rauskommt, Mischa... Soll das denn rauskommen? Der Schübel hat doch nichts gesehen. Aber du... Ich bin doch keine Rundfunkanstalt. Ich hab dich vielleicht manchmal schlecht behandelt. Ich war grob zu dir. Manchmal ist gut. Aber ich hab doch zwei Ohren. So. Außerdem ist es doch nur ihr Temperament. Hätten sie die Ina auf ihre bewährte Art zusammengestampft, dann wären sie den Druck los gewesen und hätten bestimmt auf die Packung geguckt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, dass du mich vor diesem Fehlgriff bewahrt hast und dass du es nicht weiter sagen willst. Wissen Sie was, Oberschwester? Ich mache den nächsten Fehler, Sie verhindern ihn und sind wir quitt. Ja. Logo. Oberschwester, ich wollte... Ist was, Ina? Ja, ich wollte mich entschuldigen.
Naja, Sie wissen schon. Nein. Worum handelt es sich? Ja, ich dachte... Dann denken Sie mal weiter. Ich muss in die Wäschekammer. Sie muss krank sein. Oberschwester Hildegard? Ja. Ich war im Medikamentenraum mit Engel. Oh, gratuliere. Wir haben eben so rumgestanden. Und plötzlich kommt sie rein. Du, ich kann dir sagen, wenn Blicke töten könnten. Reißt was aus dem Regal und raus wie ein wilder Stier. Eben treffe ich sie. Naja, ich wollte mich halt entschuldigen. Und sie tut so, als wüsste sie von nichts. Kannst du dir das erklären? Ich? Nee. Ich dachte schon, vielleicht ist sie nur heimtückisch oder so. Geh also unter einem Vorwand zum Mühlmann rein. Aber nichts gemeldet hat sie es auch nicht. Vielleicht ist sie selber verliebt. Ach Quatsch. Da würde sie bei sich selber eine Beschwerde einreichen. Micha, du weißt doch sonst immer alles. Was kann denn los sein mit ihr? Da echt keinen Durchblick, ehrlich. Schau, jetzt malen wir eine Tanne. Eine Tanne, eine Schwarzwaldtanne. So wie die, die malen wir ab. Mhm. Die Mami so gut malen könnte. Ja. Ist Frau Michaeli schon da? Mein Mann holt sie gerade vom Bahnhof ab. War nicht im Zug. Ja, dann hat sie entweder in Frankfurt den Zug verpasst oder du hast sie übersehen. Übersehen. Drei Leute sind ausgestiegen und ich habe gewartet, bis der Zug wieder abgefahren ist. Ja, und nun? Ja, und nun, wir müssen warten, bis sie kommen. Gut, dann werde ich mal den Braten auf kleine Flamme stellen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja, aber nichts mehr. Da bin ich wieder. Ja, da sind Sie wieder. Aber am Bahnhof sind Sie nicht ausgestiegen, nicht, oder? Doch, doch, am Bahnhof Neustadt. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier am Bahnhof aussteige, dann hätte ich geheult. Nein. Ich geheult. Oh, Frau Michaeli. Warum denn? Na, vor Freude, wieder da zu sein. Ja, und natürlich vor Schmerzen, nicht mehr in Kanada zu sein. Ja, da haben Sie vollkommen recht, da haben Sie vollkommen recht. Carola, sei so lieb und gib dem Taxifahrer 20 Mark. Ich habe nur noch kanadische Dollar. Oh, mein Süßer. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich drüben geblieben. Dann, wir werden uns sehr bemühen, dass Sie sich wieder einhören. So, schönes Kind. Jetzt habe ich alle anderen Patienten narkotisiert und wir können in unserem königlichen Spiel fortfahren. Du bist in 5 Zügen matt. Das halte ich für ein Gerücht. Ich bin eher eine Siegernatur. Du, überleg deine Züge genau, ne? Ich hole nämlich jetzt zum großen Schlag aus. Na, sagst du nun? Matt. Das ist nicht fair. Mit Fairness hat das auch nichts zu tun. Sure. Ich weiß nur nicht, ob das so klug von dir war. Ich spiele nämlich jetzt nie wieder mit dir. Micha, hatte ich dir nicht gesagt? Hallo, Oberschwester. Na, schon gut. Spielt mal weiter. Ich kann ja den OP auch mal selber sterilisieren. Oberschwester, Sie sind eine der reizendsten Oberschwestern des gesamtdeutschen Gesundheitswesens. Tja, da kann man verlieren, wenn man zu oft gewinnt. Da kommt dein Vater. Hallo, Papa. Na, Micha? Hast du dir wieder das Fell über die Ohren gezogen? Naja, ich übe jetzt, Mensch, ärger dich nicht. Moment noch, ja? Ich will mich nur noch vom Professor verabschieden. Dann. Sehr gut. Mhm. Ja. Natürlich muss das heute noch gemacht werden. Ist doch klar. Sehr gut verheiratet. Ja, finde ich auch. Wunderbar. Dankeschön. Herr Professor, nein, bitte nicht, Meister. Ich habe keine Zeit. Ich will meine Ruhe jetzt. Ja. Nein, meine Frau ist noch nicht da, aber sie muss gleich kommen. Gut. Herr Professor, nein, ist das bitte, Besuch für Sie bitte nicht, Meister. Bitte nicht.
will nicht stören. Sie haben zu tun. Bitte? Nehmen Sie das bitte als Dank und mit einer Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin. Danke, Abate. Danke, danke vielmals. Danke. Bitte, mein Herr, stellen Sie das doch bitte in eine Vase, ja? Und lassen Sie mich jetzt zufrieden. Bitte. Ja, Herr Professor, kann Dr. Laudern mal bitte kurz? Mit wer? Herr Dr. Laudern, der neue Anästhesist. Also bitte schön. Und bitte. Bitte, Herr Dr. Laudern. Danke. Ich will nicht stören. Herzlich willkommen. Danke. Mein Dienst beginnt erst morgen, aber ich dachte, ich schaue mal kurz rein. Ich hoffe, es gefällt Ihnen aus. Ja, das hoffe ich auch. Wie ich sehe, haben Sie zu tun. Ja, genug. Mit den anderen Kollegen habe ich mich schon kurz bekannt gemacht. Tja, also dann. Kennt Dr. Engel Sie schon? Ah ja. Dr. Engel, Dr. Laudern. Sehr angenehm. Freut mich. Ja, also dann. Bis morgen. Wiedersehen. Dankeschön. Haben Sie was? Ja. Machen Sie es kurz. Ich will es versuchen. Also, ich möchte, bevor Sie es womöglich von der Oberschwester erfahren, gewissermaßen disziplinarisch gegen mich selbst... Das ist nicht kurz. Nein, Verzeihung. Ich habe Schwester Ina geküsst. Meinen Glückwunsch. Danke. Ich habe sie im Medikamentenraum geküsst. Ach so? Auch ich habe meine Frau, als sie noch Schwester war, sehr oft im Medikamentenraum geküsst. Ach was? Ach ja, noch was? Nein, eigentlich nicht. Raus. Ja, aber ich wollte... Raus! Ja, danke. Ärger? Aber überhaupt nicht. Silvia Bartle fährt gesund nach Hause. Der Tumor von Frau Heumann ist gutartig. Oberschwester Hildegard hat gute Laune. Und einer Wiedereinstellung von Udo steht nichts mehr im Wege. Tja, warum bist du dann so grob zu Engel? Weil dieser Unglücksrabe immer dann zu mir kommt, wenn ich meinen Kopf voll habe. Und warum? Um mir zu sagen, dass er Schwester Ina im Medikamentenraum geküsst hat. Hm. Ist das so komisch? Nein, nein. Ich erinnere mich nur, dass ich auch einmal geküsst worden bin. Von einem Arzt im Medikamentenraum. Ja, ja, das habe ich mir auch gesagt. Ja, ist aber schon lange her. Aber Schatz, haben wir solche Heimlichkeiten nötig? Könnt ihr denn das nicht zu Hause machen? Hm?